Willkommen zurück zu Ahead in Time. Uns fehlt nicht mehr viel. Und ja, eine Sache habe ich mich vorgedrückt. Das ist nicht das neue Level, was wir unten haben. Also weiß ich noch nicht, was es ist, aber hier. Aber was ich auf jeden Fall meinte, ist die bärtige Herausforderung, weil das wird wahrscheinlich im Kampf sein gegen Mustache Girl, der letzte Boss hier. Oder? Besiege alle Bösewichte. Bonus, verbrenne dich nicht? Bonus, benutzt keine Projektile, okay? Krieg direkt alles gesagt. Sei sicher, alle zu töten, Kleine. Du möchtest nicht das Ende erreichen, nur um herauszufinden, dass du alles nochmal machen musst. Okay. Ah, das hier ist wahrscheinlich der Weg dorthin und das hier ist dann Mustache Girl. Kann das sein? Okay, verbrenn dich nicht? Das wird sehr schwer. Benutz keine Projektile. Also, nicht den Hexen benutzen? Auf jeden Fall will ich heute Mustache Girl machen. Das war der Plan für heute. Wo starte ich jetzt? Wirklich ganz am Anfang? Ah, okay, nee, ich werde hier reingeportet. Okay. Okay, ich soll keine Projektile benutzen. Einfach nur nicht den Hut benutzen, schätze ich mal. Oder halt irgendwelche anderen Projektile, die mir gegeben werden könnten. Ach so, verbrenn dich nicht. Oh. Na gut. Ja gut, wenn mich feurige Gegner angreifen. Okay, dass ich mich da verbrenne, das kann ich nur akzeptieren. Also halt von der Logik her. Aber ich kann die nicht. Kann nicht auf die zu dashen. Hä? Seht ihr? Ich drücke hier von oben aus X, aber es funktioniert nicht. Nee, warte, ich kill mich nochmal. Weil, oh, es gibt 99 Gegner insgesamt. 99 Bösewichte. Oh Gott, Mustache Girl, was machst du hier mit mir? Okay. Ultimative Prüfung, ob ich weiß, wie das Combat in diesem Spiel funktioniert. Zwei. Jeder einzelne von euch. Genocide, Undertale, jeder einzelne von euch wird mir im Kopf bleiben. Werde euch an euch denken. Nachdem ich euch umgebracht habe. Okay. Ja, ansonsten ist es einfach nur das normale Level. Oh. Oh Gott. Wo lande ich jetzt? Wo lande ich jetzt? Ja. Boah, das ist übelst schwierig. Vor allem wegen den Spinnen. Wo lande ich denn da? Und dann muss ich einfach direkt zu den Spinnen und dann der Rest. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ach, come on. Das ist doch lächerlich. Ihr müsst euch vorstellen, das letzte Level, also letztes Mal, in der letzten Folge, Tiefsee, dieses Zeitriss, das ich gemacht habe. Wisst ihr, wenn man da dreimal gestorben ist oder dreimal resettet hat, musste man 5 Minuten warten. Oder ihr seid so wie ich und seid kurz bevor ihr beim letzten Leben seid und gestorben seid, einfach Alter 4, Spiel resettet. Dann resettet sich das. Kann man natürlich auch machen. Hab ich auch gemacht. Boah. Da ist noch eine Spinne. Aber die ist noch in Ordnung, finde ich. Die spielt noch in Ordnung. Okay. Boah, was? Wie kriege ich denn hier alle? Okay, Zeitlupenhut wahrscheinlich. Ich habe es aber jetzt falsch eingesetzt. Da ist noch ein... Noch ein Fuchs. Muss man den auch killen? Keine Ahnung. Ich kümmere mich erstmal um die beiden Lappen. Oh, kann man die überhaupt noch killen? Nee, ich glaube, ich lasse es. Ich glaube, die kann man nicht killen. Wenn doch, dann habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Egal. Bam. Der nächste. Hallöchen, Kumpel. Der nächste und... Aua. Aua. Der nächste. 2 Treffer hat er mir gegeben. Okay, aber ich werde jetzt, glaube ich, nur... Wenn ich jetzt das nächste Mal sterben sollte, dann zeige ich euch wirklich nur... Okay, zählt. Nur ab der Stelle wieder weiter, wo ich gestorben bin. Ich zeige euch dann nicht jeden einzelnen Gegner nochmal. Hä? LOL! Danke, Spiel! Ich brauche das gar nicht mal. Aber ich habe eine Idee. Bam! Okay, schade, ich dachte, ich könnte damit alle killen auf einmal. Wäre cool gewesen. Wenn das geklappt hätte. Okay, da sind wieder ein paar. Der ist noch da. Du musst ihn nicht killen? Okay, ich glaube, der wird nicht killen. Boah, wie soll ich das denn machen? Zeitlupenhut. Kille alle Gegner ohne Fähigkeiten. Oh. Das soll ich mir da denken. Nicht dein Ernst, Mann. Genau, folg mir. Und stopp. 1. 2 und weg. Puh.
Davon angenommen, dass ich alle habe, läuft das sehr gut. Nehmen wir am besten schon mal den Zeitdummhut raus hier. Das hier wirkt ein bisschen schwieriger wieder. Nein! Ach, come on! Jetzt darf ich es neu starten. Okay, ich habe jetzt ein paar Tipps angeschaut zu diesem Level. Und es ist recommended, dass man diesen Run zweimal macht. Also zwei Runs macht hierfür. Einmal, wo man keine Projektive benutzt, einmal, wo man sich nicht burnen lässt, weil es ist halt super unlikely, dass du alles auf einmal schaffst. Seht ihr? Also, wir sehen uns, wenn ich wieder an der anderen Stelle bin. Ich wollte euch das nur sagen. Okay, ich bin wieder zurück an dieser Stelle. So. Und ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das anstellen möchte. Also, man muss alle vier killen. Weil, wenn ich hier rangehe, seht ihr schon, kommt so eine Schnur, die einem sagt, yo, wenn du die nicht killst, kommst du nicht durch. Und ich glaube, am besten ist es, schon mal dreimal zu schlagen und immer, bonk, zu finishen. Und ich werde das jetzt auch so spielen, dass wenn ich getroffen werde von Feuer, dass ich trotzdem den Run zu Ende mache. Dann mache ich halt einen zweiten Run. Wo ich nicht vom Feuer getroffen werde, aber dann die Projektile benutze. Weil Projektile benutzen hier ist halt ein großer Vorteil. Macht's einfacher. So. Und ab hier weiß ich leider nicht mehr weiter. Ich habe ein bisschen was angeschaut, aber noch nicht so viel. Ja. Da muss ich aufpassen. Da oben sind so schlafende Typen, die man nur mit der Maske, mit der Einwohnermaske wecken kann. Oh, die Kamera lässt sich hier nicht drehen. Oh, das ist kacke. Komm mal runter. Oh, Feuer. Oh, ich kann ihn nicht überwischen. Jetzt. Bam. Okay. Ich weiß noch nicht, wo lang. Ich glaube, ich gehe hier lang. Ich glaube, da drüben ist nichts tatsächlich. Boah, das ist übelst schwierig. Nee, ich sehe ja keinen Gegner. Der gehört nicht dazu. Ist da drüben ein Gegner? Hier? Nein? Nein? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind alles. Ich glaube, es ist alles in Ordnung gerade. Ich glaube, es ist alles im Moment in Ordnung. Okay, kein wirkliches Hindernis hier, aber auch lustig. Oh. Okay, zwei Feuervögel. Die mache ich easy platt. Boah, ihr seht, wie lange das dauert, ne? Und da hinten ist ein Snatcher-Porträt. Seht ihr das? War das auch schon immer so? Ich glaube, da war vorher. Bestimmt war da vorher Master Score. Und jetzt ist halt Rubin der Fisch Snatcher, oder? Kann das sein? Ich habe das Gefühl. Naja, wie auch immer. Boah, hier sind richtig viele Feuervögel. Ah, verdammt. Und da habe ich mich erwischt. Ja, war aber klar. Das ist halt das Schwierigste hier. Verbrenn dich nicht. Finde ich einfacher als benutzt kein Projektieren. Übrigens, wann werden wir eigentlich geheilt hier? Ich wurde nicht ein einziges Mal hier geheilt. Keine Ahnung, ob das noch kommt oder so, aber. Ich habe das Gefühl, da kommt nichts mehr. Na gut. Ja, muss ich kurz warten. Okay. Ich werde. Das ist gut, dass ich das jetzt herausgefunden habe, dass hier noch einer ist. Oh, bitte habe ich noch keinen von denen übersehen. Oh nein. Ich hoffe es, ne? Ich hoffe es. Da sind noch welche. Ich habe hier welche gesehen. Ah, verdammt, nein! Feuer! Hab einen. Den anderen. Boah, das Feuer, ey. Okay, weiter. Ah, das ist lustig. Schaut mal. Muss ich einfach nur jede einzelne Plattform mal erwischen hier. Das ist ja lustig. Sterbe mal automatisch. Einfach nur mal draufsteppen. Schon mal die Maske benutzen. Okay. Und jetzt guck ich mal ganz kurz nach, ob ich bisher alles habe. Weil da hinten ist schon das zweite Tor und da hinten das Ende. Okay, ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Oh Gott. Ja, wir müssten eigentlich bisher alles haben. So, und ich glaube, das ist eine Falle hier. Ja, das ist eine Falle. Weil hier Katzen, Raubkatzen sind. Ja, komm, Mafia. Komm, folg doch, Little Girl. Folg doch, Little Girl. Runter.
in die Lava. Ey, gib mal her, ja. Das ist meins. Ich will das halt, wir haben. Hallo. Kann ich's wieder haben? Danke. Achso, ich kann die Raubkatze hier nicht treffen damit. Wo ist die? Da. Okay, alle gekillt. Ich darf weiter. Und wisst ihr, was ich komisch finde? Ich habe mir ein Video angeschaut, damit ich mich vorbereiten kann. Und da gab es Checkpoints. Was ich halt übelst verwirrend finde, weil hier gibt es offensichtlich keine. Also ich habe jetzt bisher noch keinen bekommen. Keine Ahnung, ob sie den irgendwann rausgenommen haben, weil ich dachte, na nee, Mike kriegt das auch ohnehin. Weiß ich nicht. Oh, what the hell? Oh, ich bin tot. Ich habe ein Leben, ich werde nicht geheilt, hier gibt es keine Checkpoints. Also angeblich soll es Checkpoints geben. Oder krieg ich jetzt einen? Wenn nicht, ist das richtig dumm. Wo bin ich? Okay, es gibt Checkpoints. Aber ihr seht, versammelte Aufgaben bleiben versammelt. Versammelt. Okay, ich glaube, jetzt weiß ich auch, warum das nicht angezeigt wird, dass es hier Checkpoints gibt. Weil, ich habe das in einem Video gesehen, das war auch schon ein bisschen älteres Video, wahrscheinlich ein altes Update oder so. Da wurde angezeigt, man hat 3 Leben. Das heißt, dann musst du wieder von vorne anfangen. Das heißt, die Checkpoints zählen dann nicht mehr. Und ich glaube, dass das irgendwie so war, oder so jetzt ist, dass du halt unendlich Checkpoints hast. Du hast nicht nur 3 jetzt. Oh, das waren alle hier? Okay, gut. Ja, so schwer ist es hier nicht. Ich hatte nur echt Pech vorhin und war auch viel am Blabbern. Am blabberdi blabbern. Mhm. Okay. Wow. Alter, das hätte doch böse enden können. Weg da. Muss ich ihn killen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist kein richtiger Gegner. So, hier habe ich gesehen im Video, man soll sich hier verstecken, weil hier Raubkatzen sind. Und hier in der Ecke zu chillen ist viel besser, weil da hinten ist so ein Typ, der rennt einen sonst um. Das ist auch eine Raubkatze, sehe ich grad. Komm mal her, du. Nein! Oh Gott, ich... Oh, okay, ich hatte gerade kurz Angst, dass... Alter, jetzt habe ich Pech. Jetzt habe ich richtig Pech. Wo bist du? Da, tot. Ey! Hallo? Kann ich es bitte wieder haben? Wie das rumslidet. Ja, ist das jetzt worth it? Ich kann gar keine Hüte gerade benutzen. Gar keine. Also ich muss es holen. Hallo? Alles klar, Spiel. Sag jetzt mal nichts zu. Wow. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt alle. Wenn nicht, dann habe ich jetzt ein Problem. Ich guck mal zu sicher kurz nach. Ich habe ja noch die Zeit. Okay, hab alle. Gut, weiter geht's. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich sterben werde. Ich weiß nicht, ob es noch einen Checkpoint gibt oder ob es der letzte war. Ich habe keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Aber wir schauen einfach mal. Ja, genau. Wir schauen einfach mal. Hier sind nochmal 2 Spiders. Easy peasy. Kein Problem. So, hier sind Typen in der Luft. Wie kriege ich zu euch her? Wie kriege ich euch? Hm? Oh! Ist er tot? Ach, die sterben gar nicht, wenn sie runterfallen. Das heißt, ich muss sie hier anlocken. Oha. Hä? Okay. Ist aber böse, du. Oh, das ist böse. So viele Gegner auf einmal. Bin nicht dafür gemacht, gegen so viel auf einmal zu kämpfen. Aber ich würde alles tun. Schon nochmal Bad Guys. Oh, Hilfe. Oh Gott. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Na gut. Na komm. Oh Gott, ey. Okay, kurz chillen. Mhm. Okay. Was zum Teufel geht jetzt ab? Okay. Oh, Bulli, Bulli, nein! Nein! Da ist ein... Oh Gott, nee. Ich bin tot. Aber ich versuche trotzdem noch so lange wie möglich zu überleben. Aber meins, ich bin tot. Okay, ich muss von hier alles neu machen. Okay, bis gleich. Okay. Oh Gott, das erschreckt mich immer wieder, ne? Oh nein, wo ist es jetzt wieder hin? An der gleichen Stelle. Hallo? Reicht bitte? Danke? Okay. Das ist ein bisschen schlecht gemacht hier, aber was soll ich machen?
Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Hab ich noch getroffen? Ah, okay. Wir sind jetzt beide von diesen Raccoons. An der Seite der Map. Oh, was? Wieso spawn ich hier? Das ist doch gefährlich. Okay, der ist zumindest tot. Ja, also gleiche Situation, basically. Hat sich jetzt leider nichts verändert. Das ist jetzt ein bisschen doof. Oh, okay, ich reset nochmal. Hey, cool, ich muss sogar resetten. Ich, okay, keine Teleportation. Was macht er denn dort hinten? Ich wusste nicht, ob er da hinten kann. Alter, die können mich schlagen? Alter, das wusste ich nicht. Oh mein Gott. Ja. So, hier mache ich einfach alles super langsam. Hab die beiden Mafia-Dudes down. Zack. Zack. Hab noch alle meine Leben. Und genauso sollte es eigentlich funktionieren. Warum ich es dann nicht so hinbekomme? Eine sehr gute Frage. Leider habe ich für dich keine Antwort. Ganz lieber netter Zuschauer, der das gefragt hat. Das ist auch easy. Relativ. So, und Bulli. Erstmal den Bulli. Darauf achten, dass ihr den Bulli als erstes killt. So. Komm, ich lock euch da hin. Das ist zu mir hin, weil da renne ich bestimmt nicht rein in das Getümmel. 78 von 99. Wir müssten gleich durch sein. Bestimmt gibt es gleich noch Enemy Spamming oder sowas. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, ich habe alles. Ich hoffe, ich habe alles. Okay, aber jetzt machen wir endlich mal Fortschritt. Das sieht. Sieht sehr schwierig aus hier. Ein bisschen zu schwierig, wenn ihr mich fragt. Ah, hallo, ich. Ich habe nichts mehr gesehen. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich habe nichts mehr gesehen. 3D-Effekt und so, ne? Okay, er ist tot. Ist schon despawned. Hier ist. Ey, Alter! Alter, hab ich getackelt! Oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich dieses Level schaffen? Die können mich einfach von weitem sehen und schon anfangen, mich zu tackeln. Tot? Aufpassen, dass ich nicht verbrenne. Diese Vögel hier. Oh ja, hier ist das Ende. Hier ist das Ende. Nein! Schlag doch! Oh Gott! Hier sollen noch 15 Gegner sein. Also ich sehe da hinten schon mal 6, 7 Vögel. Also ja, das kommt gut hin. Alter, mir fällt gerade auf, mir fehlt noch einer. Das heißt, ich bin so oder so tot. Ich habe einen übersehen. Ich versuche nochmal zurückzukommen. Scheinbar habe ich einen Waschbären, einen schlafenden Waschbären übersehen. Und zwar, naja, nicht am Anfang, aber relativ am Anfang von wo der Checkpoint angefangen hat, würde ich mal behaupten. Jetzt. Schnell durch. Das geht wirklich noch. Ja, doch. Da habe ich nicht. Ich habe auf jeden Fall irgendeinen übersehen. Ist das nicht hier? Ey, Junge. Schau dir das an. Er ist direkt über mir. Wie soll ich den sehen? Oh Gott, beim nächsten Run. Weil ich werde es wahrscheinlich nochmal sterben. Beim nächsten Run muss ich daran denken, den auf jeden Fall mitzubekommen. Okay, aber. Jetzt. Naja, wir werden es sowieso nicht in diesem Run schaffen, sondern wahrscheinlich, hoffentlich im nächsten zumindest dann. Ich will mir zumindest aber nochmal anschauen, was eigentlich jetzt in der finalen Passage alles so auf uns zukommt, ne? Ich meine, schaut euch das hier an. So, wie geht man das an? Am besten erstmal in die Ecken springen. Hier ist man relativ safe. Da hinten geht so viel ab, man kann hier ein bisschen anlocken. Wenn die Hämmer die töten, müsste es eigentlich noch für mich zählen. Also halt, ist okay. Ist gut. Seht ihr? Der ist gestorben. Und ich müsste jetzt den Punkt für den bekommen haben. Okay, vielleicht habe ich es ja doch noch. Aber ich gehe nicht davon aus.
Ah, toll. Ja, bis gleich. Denkt an den Raccoon oben. Leider habe ich das nicht mehr auf Cam, aber der ist gerade einfach runtergerannt. Das war lustig. Egal. Auf jeden Fall bin ich wieder zurück. Habe mehr Leben denn je. 3 von 4. Ich würde sagen, das ist sehr gut. Also wenn ihr hier an dieser Stelle seid mit 85, dann habt ihr bisher alles. Das ist das, was ich weiß. Das ist das, was ich euch mitgeben kann. Cool. Danke. Er wurde auf jeden Fall gekillt. Lock euch mal ein bisschen an hier. Kommt her, ihr Vögelein. Vögelein. So, tot. 9 Typen noch. Ich habe 2 Leben. Okay, wie gehe ich das an? Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Hier sind noch ein paar Mafia-Goons. Wie viele sind das? 4? Okay. So. Immer meine Taktik hier ist immer einen Dreierschlag und dann nach oben. So gezielten Schlag, ne? Wie ist euch meine? Das, was ich immer mache, leider geht das gerade nicht so gut. Jetzt vielleicht? Ja. Okay. Läuft ganz in Ordnung, würde ich mal behaupten. Ja. 5 Vögel sollten jetzt noch leben. Okay. Also bisher ist mein Fazit. Das Level. Ist er tot? Ne, er lebt da noch. Okay. Und los. Okay. Bisher würde ich sagen, ist das Level schon schwer, aber nicht ansatzweise so schwer wie was wir schon mal hatten. So, einer noch. Der redet gerade mit dem Typen da hinten. Komm mal vorbei hier. Mit mir kannst du auch reden, weißt du? Kannst mit mir auch ein schönes Gespräch halten. Scheiße. Aber ist nicht schlimm. Solange ich jetzt nicht von irgendeinem Blödsinn getroffen werde, habe ich gewonnen. Ja. Keine Ahnung, ob ich jetzt noch den Run zeige, wo ich mich nicht verbrennen lasse. Weiß ich nicht. Schau ich mal. Aber ja, beim nächsten Run werde ich einfach die ganze Zeit mein Hexenhut benutzen und hier die ganze Zeit überall hinwerfen. Und versuchen, nicht verbrannt zu werden. Mal schauen, ob ich das Teil schneide. Vielleicht auch nicht. Ich habe noch heute einen Bosskampf vor, ja? Das war das Ziel für diese Folge. Das Vogelhaus. Doch was ist unsere Belohnung? Das möchte ich gerne wissen. Plonk. So, das hier ist der Master Girl-Kampf. Habe ich recht? Keine Bösewichte mehr. Besiege Master Girl. Yep. Sie stahl an den Haufen dieser eigenartigen Zeitstücke. Ja, echt so. Warum macht sie das? Ja, okay. Belohnung ist ein Ritterhelm. Eishut. Okay. Ich mache mal diesen Effekt weg. Ja, ist das in Ordnung? Ja, okay. Gut. Was habe ich denn vorher eigentlich drauf? Was hatte ich denn vorher? Ich kann ja. Ein Hexenoutfit hatte ich an, ne? Das sieht cool aus. Ich finde nur fragwürdig, warum man das so spät bekommt. Aber ich meine, okay, sieht cool aus. Beschwer ich mich nicht. Ja, ganz nett. Ist bisher auch der. Ja, beste oder zweitbeste Eisgut. Ist ganz nett. Ja. Okay. Mal schauen. Was ist passiert? Ich war gerade. Ich hab gerettet, cool. Ich war gerade in ihm drin, habt ihr das gesehen? Solange ich nicht durch die Lava sterbe oder durch irgendeinen brennenden Gegner, darf ich tatsächlich sterben und Checkpoints benutzen. Und wisst ihr was? Das werde ich auch versuchen. Also weil spiel ich jetzt einfach weiter. Ich finde es sehr schade, dass wenn man einen anderen Hut benutzt. Für die Standardattacke, für die Eisattacke, dass dann keine andere Statue ist. Das ist wirklich Missed Opportunity, meiner Meinung nach. Aber warte, muss ich nicht mal alle besiegen? Hä? Warte mal. Kann ich einfach. Okay, tschüss. Ich bin gerade übelst verwirrt, weil eigentlich muss ich doch alle besiegen. Oder kann ich einfach durchrennen? Warte, das werde ich jetzt gleich herausfinden. Kann ich einfach durchrennen? Das wäre echt krass. Ich besiege jetzt erstmal alle und dann da hinten werde ich es herausfinden, ja. Der Zaubertrank macht bei den Mafia-Goons 1 Schaden. Das dauert so lange. Ja, okay, ne, Hexen ist sicherer, aber ich bin kein Riesenfan von dem. Das wäre endgeil, wenn ich einfach nur ins Ziel kommen müsste. Wenn die Mission gar nicht mehr zählt. Oder ich habe richtig Pech und der zählt jetzt einfach nicht mehr mit, weil ich es geschafft habe. Und ich muss selber mitzählen. Das wäre jetzt doof. Aber wir werden es jetzt herausfinden. Ach stimmt, vielleicht. Nee. Doch, warte mal, doch.
Wartet mal. Ich glaube, ich muss nur... Ja, nur die Gegner am Tor muss ich, glaube ich, besiegen. Ich mach das jetzt einfach. Ich besiege jetzt nur die Gegner, die am Tor sind. Den Rest muss ich gar nicht. Das war ohne Witz. Ich habe die Mission schon hinter mir. Und die Einzigen, die mich aufhalten, sind... Ernsthaft, das Ziel ist verbrannt? Alter. Alter, ist das Level auf einmal chillig, wenn man keinen einzigen Gegner mehr besiegen muss. Halt, okay, jetzt die hier muss ich besiegen. Aber trotzdem, das war ohne Witz. Oh, weg. Ich sehe das Feuer nicht. Darf ich so oft schlagen, wie du möchtest, Kumpel. Nur schubst mich nicht in das Feuer, okay? Okay? Blammo! Jetzt verstanden, wunderbar. Boah. Komm, stirb! Oh, er wäre sogar so in die Lava geschaltet worden und gestorben. Okay, egal. Oh, nevermind. Ihr seht's. Ich muss doch alle töten. Oh, verdammt. Schade. Okay, keine Ahnung, ob das so gewollt ist, aber ich habe hier die ganze Zeit hingeworfen und es ist direkt auf mir drauf explodiert. Also, ist nichts passiert, basically. Alter, Alter, ich wollte nur was erzählen. Ihr seht, die Bomben sind irgendwie unsichtbar. What the hell? Ja, jetzt komme ich zum Checkpoint und muss wieder das ganze Level beenden, oder? Wo bin ich? Hä? Ach, die haben es geändert. Oh mein Gott, danke Devs. Oh mein Gott, die haben es geändert. Verbrenn dich nicht, oder? Doch, oder? Wartet mal. Ja doch, ich bin doch... Ah, okay, es saved. Also weil ich es ab diesem Zeitpunkt bisher geschafft habe mit verbrenn dich nicht, hat er es bisher gesaved. Das ist gut, okay. Dann ist die Mission doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Okay, komm, das kriege ich hin. Okay, ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, hätte ich keine Checkpoints gehabt, wäre das um einiges schwieriger und extrem frustrierender geworden. Aber mit Checkpoints, finde ich, ist diese Mission machbar. Auch das mit verbrenn dich nicht. Also wenn ihr könnt, versucht einfach stückchenweise alle Boni in einem Run zu machen. Das ist gar nicht mal so schwer. Aber im Endeffekt könnt ihr ja die Boni in der Reihenfolge machen, wie es euch am besten passt. Ne? Und ja, damit haben wir jetzt fast alle Levels. Fehlen nur noch. Ja, halt, außer das hier, das ist hier schon halt abgeschlossen. Fehlt nur noch ein Bild. Machen wir jetzt eben. Ja, gibt nur noch 3 Level. Und ja, wie gesagt, ich möchte Master Skull jetzt besiegen. Der letzte Boss. Sei in diesem Kampf nicht kampfeslustig. Versuche dieses Mal zu überleben und lerne erstmal, wie man ihre Angriffe vermeidet. Okay. Keine Bösewichte mehr. No more bad guys. So. Und das spielt direkt nach dem letzten Level, was wir gerade gemacht haben. Denn jetzt sind wir hier im Thronsaal. Yay! Und die Musik ist wieder einfach nur ganz normal Deathwish. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Kampf noch eine eigene Musik hat. Den letzten Song noch nicht gehört haben. Excuse me, excuse me. Ja, komm, passt jetzt. Los. Wow, sie ist auch Rainbow! Ja, einfach. Hä? Oder kommt die Musik gleich noch? Das kann auch sein. Bam! Oha! Das wirkt jetzt viel krasser. Der Aufprall damit. Komm her! Oh, nicht das. Doof. Okay, sie ist auf jeden Fall jetzt viel schneller. Viel schneller. Alter, wie soll ich den mal ausweichen? The instant! What the hell? Hallo? Hä? Wo ist sie? Komm mal da bitte. Hallo? Ja, ist klein. Wie die Hand geht. Ich meine, okay, es ist der Final Boss. Also hoffe ich mal. Am Ende noch so, ah, noch ein zweiter Master Skull Kampf. Das kommt dann aber danach. Davon weiß ich aber nichts. Boah, okay, schade, nicht getroffen. Bam. Okay. Ich hab's gesehen, wie man das ausweicht. Das ist keine Ahnung, wie ich das so schnell ausweichen soll. Junge, wie sehe ich denn aus? Okay, aber ich finde es richtig geil, dass es so einen Aufprall gibt jetzt, wenn man sie einmal trifft. So, bam, Leute getroffen, Mann. Das finde ich richtig cool. Das gefällt mir. Was macht sie jetzt? Torpedo-Attacke? Okay,
Ich wurde geheilt. Und jetzt kommt die neue Musik. Ich habe sie noch nicht angehört. Ich habe extra darauf gewartet, bis ich es endlich in-game höre. Weil, aber es soll einer der besten Songs sein. Das ist auf jeden Fall schon mal episch. Hübscher Aufgang. Du. Oh mein Gott, wie sich anhört. Was geht jetzt ab? Oh, Junge, wie viele Risse. Oh, die geht ja richtig ab, Mann. Die dreht den Strahl diesmal. Wo ist sie? Boah. Alter, wo ist sie? Boah. Die geht diesmal richtig ab. Ihr seht, die Musik sagt es auch schon. Bam, 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 bam. So schnell ist sie jetzt. Oh, getroffen. Oh, wie soll ich da irgendwas sehen? Wo ist sie? Hallo? Wo ist sie? Oh Gott. Ich kann mich auf gar nichts konzentrieren gerade. Auf gar nichts. Hä? Was soll ich denn da machen? Hätte ich dem ausweichen sollen? Bam! Das ist so krank! Du kannst mit der Kamera, kannst dich auf die Kamera überhaupt nicht verlassen, ne? Überhaupt nicht. Komm her. Bam! Ich würde sagen, für den First Try läuft es gar nicht mal so schlecht. Boah, Junge, wie oft macht ihr das noch? Okay, alles klar. Bam! Hä? Hat nicht mehr gezählt. Okay, schade. Oder hat es doch gezählt? Keine Ahnung. Boah, Alter. Okay, bis gleich. Oh, ich spawn direkt hier. Okay. Keine Ahnung, wie das mit dem Bonus, mit dem Boni sein wird, aber das ist ja cool. Muss man den nervigen Anfang nicht ständig neu machen. Der ist ja auch schwierig, würde ich sagen, aber das ist natürlich viel schwieriger, da sind wir uns alle einig. Okay, kann ich einfach direkt mal versuchen, finde ich gut. Boah, Alter, dass der nicht getroffen wurde gerade. So unreal, ey. Oh, Junge. Hör auf damit! Bam! Oh, ich hab getroffen. Ja. Das war unlucky. Du darfst erst anfangen zu springen, wenn sie den Strahl anfängt. Du schaffst es nicht mehr zu ihr rüber. Oh Gott, was macht sie jetzt? Nein, hallo! Hä? Hast du noch getroffen? Au. Hab ich sie gleich noch getroffen? Okay. Oh Gott. Ich glaube, hier werde ich länger dran sitzen in diesem Kampf. Ich meine, war mir schon klar, aber ich wollte doch mal gesagt haben. Hallo, ich hab doch! Ach, Alter, Junge, das ist halt so lächerlich. Ich hab sie halt voll getroffen, ich hab alle gesehen. Und sie macht währenddessen Risse? Währenddessen? Alter. Jo, hallo! Chill mal! Tja, was ist das für ein Girl, Mann? Ey. Hallo? Und wann darf ich sie mal treffen? Jetzt mal ohne Witz, ich hab sie schon so lange nicht mehr getroffen. Ja! What the hell? What the hell? Ruhe und Frieden, mein Gehirn. Ey. Ganz toll. Jetzt schon treffen lassen. Aha. Ja, komm. Sechs. Hallo? Chill mal. Sieben. Ach, da kann ich keinen sieben.
Hallo, ich treffe sie doch. Ey, das ist so lächerlich. Du musst sie halt wirklich im ersten Frame gefühlt treffen, sonst zählt das nicht. Alter. Also, wenn die ihre Hourglasses schmeißt, einfach im Kreis rennen. Das ist das, was ich gemacht habe, was bei mir funktioniert. So, zwei. Hier seht ihr im Kreis. Manchmal funktioniert es. Drei. Oder generell einfach rennen. Fünf. Sechs. Ja, nach den sechs Treffern wird sie richtig krass nochmal. Sieben? Okay. Ich hab keine Ahnung, wie viel Leben die hat. Bestimmt wie 20 oder so. Safe. Vielleicht sogar mehr. Nein! Seht ihr, wie schnell man dafür sein muss? Habt ihr das jetzt gesehen? Ihr habt das alle gesehen. Das ist einfach nur krank. Du musst da einfach übelste Reflexe haben. Oh, Junge, das ist halt vor allem auch so nervig. Nein! Ey, was erwartet dieses Spiel von mir? Jetzt mal ohne Witz, was erwartet man von mir? Ich treffe sie überhaupt nicht. Hallo! Ey, ich mache irgendwas falsch. Muss ich irgendwas mit dem Wagen hier machen? Irgendwas mit dem Ding hier? Oh, Tatsache. Wie viel Treffer waren jetzt? Acht? Oder so? Ah, ich muss das Ding auf sie lenken. War das im normalen Kampf auch schon so? Ich meine nicht. Ich meine wirklich nein, das wäre nicht so gewesen. Zehn Treffer oder so habe ich jetzt. Oh, 11 oder so? Zählt nicht. 12. Oh Gott. Okay, Treffer? Ja. Okay, okay, das ist gut. Nächste Phase. Das ist gut, weil jetzt kann ich nämlich immer bis dorthin schneiden. Ich möchte einfach mal behaupten, dass der Kampf gar nicht mal so schwer ist, um ehrlich zu sein. Weil ich bin jetzt schon wieder hier? Okay, ja gut, ich bin gestorben, weil ich hatte nur ein Leben. Ich habe zwar nur noch zwei Herzen, aber ich würde schon behaupten, dass der Kampf gar nicht mal so schwer ist, um ehrlich zu sein. Also da, ich bin mir ziemlich sicher, ich werde hier schneller fertig sein als bei Snatcher. Oder auch bei anderen Charakteren. Safe. Ja. Ich bin sehr sicher, dass ich schneller fertig sein werde in diesem Kampf. Was soll ich denn hier machen? Achso. Wo ist sie? Da ist sie. Uff. Mein Tipp für die zweite Phase, wo sie in ihrem. Wo überall dieser blaue Ball kommt. Mit dem gelben Duft da drauf. Und wir immer gegen den Ball rennen. Weil es ist ganz egal. Ob man in die Richtung schaut, wo der Ball hinrollen soll oder nicht. Einfach, ne? Machen. Einfach machen. Keine Ahnung, wie viele Treffer hier sie braucht, aber ich hoffe nicht so viele. Okay. Komm, spring raus. Okay. Bam. Dann wieder ihr Schild. Das ist wie am schwierigsten. Einfach wegen dem Laser ausweichen. Das finde ich so schwierig. Habt ihr auch schon gesehen, ich hab mich treffen lassen. So. So, jetzt letzte Phase, letzte Phase. Allerletzte. Keine Ahnung, was ich hier mache. Okay. Okay, war klar. Jetzt kommen die Dinger wieder runtergefallen. Wo ist sie? Hier ist sie. Ja. Oh, was zum Teufel? Junge, was zum Teufel? Alter, wie er abgeht! Das ist doch krank! Ich habe aber ein Herz bekommen, von irgendwoher. Wow, rübergeflogen! Alter.
Yo, was geht jetzt ab? Was geht ab, Alter? Nein! Okay. Läuft sehr gut. Aber ich will noch nicht zu früh sagen. Jetzt geht's ja ab. 1,8 Hits hat sie hier. Hab ich nachgeschaut. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Alter, ich sehe nichts. Ich sterb wieder. Sechs. Sieben. Oh mein Gott. Es geht so übelst, aber es ist so ein Enemy-Spamming. Aber man kriegt zumindest ein, zwei Leben dazu, habe ich gesehen. Und wir sind durch. Oh mein Gott. Also ich muss sagen, insgesamt nicht der schwerste Boss. Ich weiß nicht, wer schwerer war, aber insgesamt nicht der schwerste Boss. Letzte Phase oder vorletzte Phase, die waren aber richtig krass am Spam, vor allem letzte Phase. Ich mag Master Girl und ich habe sehr, sehr Angst, was jetzt die Bonuslevel sein werden. Ich habe das sehr, sehr starke Gefühl, dass es irgendwie was mit No-Hit oder so zu tun hat. Irgendwie noch was richtig krasses, so als Fallboss. Oh, einen Bonus haben wir. Verschwende nicht mehr als 3 Minuten in der Hyperzone. Hyperzone. Okay, cool, wir haben einen Bonus. Scheinbar habe ich so krass geübt, dass ich es gespeedrunnt habe aus Versehen. Naja, bitte sagt mir jetzt nicht, ich habe recht mit, ihr wisst schon, No-Hit und so, ne? Okay, letzten beiden Level sind freigeschaltet. Achso, stimmt, ich habe vergessen, ein Foto zu machen. Mach ich jetzt eben. Lol. Okay, Bonus ist... Oh, okay, kein No-Hit. Aber es ist trotzdem was Schwieriges. Benutze keine deiner dummen Hüte. Also, ich darf nicht die Zeit stoppen. Okay. Oh, ich bin froh, dass es zumindest kein No-Hit ist. Immerhin. Und was kriegen wir? Goldene Farbe. 24 Karat Kind. Tunk dich in Farbe ein. Oh, wie ich glitzer auch noch. Ja, also das ist unser Outfit jetzt für den Kampf. Ich muss sagen, sieht sehr, sehr schick aus. Also ich mag vor allem diesen shiny Glitzer-Effekt. Der gefällt mir sehr. Ja, und ansonsten... ja... Nochmal den Kampf schaffen, nur diesmal ohne Zeit stoppen. Oder sonst irgendeinen Hut. So, aber bevor ich hier vor euch schneide, falls ich überhaupt reinschneide, keine Ahnung. Erstmal muss ich ja ein schönes Foto von ihr machen, ne? Dann machen wir doch mal ein schönes Foto von ihr, ne? Ne? Seht noch gar nicht. Ach so, wahrscheinlich seht ihr es erst, wenn ich im Kampf bin, oder? Das ist die Rainbow. Muss mal sehen. Ja, jetzt zählt es erst. Boah, schön nah rankommen. Oh, wunderschön. Das Icon unten. Oh, geil. Ja, cool, vervollständigt. Jetzt gehe ich mal kurz in die Hub zurück. Okay, und damit haben wir das hier abgeschlossen. Ja, wie gesagt. Eine Mission noch. Und die zwei Level, die wir dann in den nächsten Folgen, wenn vielleicht immer noch Folgen sein werden. Ja, das mache ich auf jeden Fall noch jetzt. Vielleicht auch in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, wie ich das zusammenschneide. Aber ja, ihr seht, wir sind fast fertig. Und by the way, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, diesen ganzen Sommer-Content werde ich wahrscheinlich streamen, weil ich möchte da nicht 10 weitere Folgen drüber machen. Wir machen ein ganzes Stream draus, ja. Vielleicht schneide ich es auch noch zusammen. Ich bin mir noch nicht sicher. Hier hat es aber auch sehr viel mit Community-Sachen zu tun. Wir schauen einfach mal, ja. Ich muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen grinden. Ich sehe nichts! Hallo? Ich brauche Leben! Krieg ich jetzt Leben? Please? Hallo, letzte Phase? Krieg ich Leben? Ich brauche jetzt Leben, ganz dringend! Bitte! Nein? Okay, dann nicht! Tschüss, ich bin tot! Ja, ich will keine Leben. Ich sehe literally gar nichts, ich springe einfach nur rum. Ja. Keine Ahnung, Mann.
Hör, sie ist im Boden. Hallo, Cheater. Ey, die cheatet. Hallo, Anti-Cheat, wo bist du? Ja, hier ist keine Bombe. Hier ist keine Bombe. Ja, cool. What the hell? Hä? Die Bomben fliegen einfach durch die Welt, habt ihr das gesehen? Ja, ich höre irgendwo eine Bombe. Das sehen tue ich sie nicht. Ah, toll. Sehr toll. Wo ist sie überhaupt? Da ist sie. Alter. Das ist doch so ein Bullshit. Ach, Junge, ey. Ich fühle mich so verarscht gerade. Ehrlich. Ich kann mich darauf nicht aufhalten. Ich muss weiterspielen. What the hell? Zwei Bomben. Was bringt mir das? Nichts. Oder? Hilft mir das irgendwie? Wow. Hallo. Shit. Und noch eine Bombe. Aber ich krieg keine. Ja, da krieg ich jetzt eine. Toll. Das ist ein Spiel, du. Hä? Was soll mich da getroffen haben? Hä? Was zum Teufel soll mich getroffen haben? Was soll mich getroffen haben? Hallo, Spiel! Ja, Spiel weiß ich selber nicht. Ja, die Bombe hilft mir jetzt nicht. Nö. Ne. Ich weiß nicht mehr. Hä? Alter, ich raste hier komplett aus. Hallo, hallo! Erstmal, dass ich mit allen vier Leben hier bin. Und ich habe mir jetzt ein Kissen dabei, bevor ich meinen Schreibtisch heute noch kaputt machen sollte. Muss ja jetzt nicht sein. Das verstehe ich nicht, warum ich da manchmal getroffen werde. Das macht keinen Sinn für mich. Ich sehe halt nicht, was mich da trifft. Ah, cool. Cool! Ja, geil! Oh, richtig geil. Weißt du, dafür wäre ich dann auch nicht mehr geheilt, ne? Ist klar. Ist klar. Jetzt. Letzte Phase. Mir fehlt aber immer noch zwei Leben. Was habe ich getroffen? Ich sehe es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Eins, zwei, cool, drei, vier. Oh, ich wurde geheilt, cool. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich jetzt. Nein, noch nicht. Fünf. Habe ich da Zeit geheilt? Kann das sein? Warte, ich brauche nur noch zwei Hits, oder? Warte, ich hab's fast. Sieben? Acht! Oh mein Gott, ich bin durch. Brauchte ich ja mein Kissen doch nicht. Ha! Schreibtisch hat genug gelitten. Ey, ich bin aber nur ausgerastet, weil so oft so richtig dumme Treffer kamen, die gar keinen Sinn gemacht haben, warum sie existieren. Aber ich bleib dabei. Zusammen sogar selbst mit den Bonus-Missionen. Das hier war nicht der schwerste EX-Kampf. Es war schwer, ja, aber es war nicht der schwerste. Und dabei bleibe ich.
Yay! Und beim nächsten Mal machen wir dann die letzten beiden Level. Oder so. Ja. So, wie ihr hier sehen könnt, hier sind nur noch zwei Level. Und die machen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Und ciao. Lasst mich auf jeden Fall wissen, welchen Boss ihr am schwersten fandet.